Und guck mal, Halbfinalisten, die schaffen es gegen mich, keine Punkte zu holen. Guck dir die mal an, die haben gegen Luca verloren. Da würde ich mir ernsthafte Gedanken machen, wenn das Finale darum ging, wer die bessere Aussprache hatte. Wenn ich sage, deine Lines versteht man nicht, sind sie nicht krass oder durchdacht, sondern wie gesagt, man versteht sie nicht alleine gegen mich. Könntest du im Battle gar nichts tun, Sam kommt nicht mal aus Deutschland und ist verständlicher als du. Der könnte einen Part auf Tschechisch machen und ich könnte mir das mehr geben, weil hört sich besser an und ich könnte genauso viel verstehen. Du hast zwar keine Routine, um das zu üben, hast du keine Zeit, doch dafür hast du ja Sam als Ausgleich dabei. Doch es gibt nur einen Grund, warum man eure Kacke guckt. Man hat bei euch die doppelte Chance auf eine Anzerhook. Dagegen hätte ich nichts, denn die waren schon immer geil. Doch selbst wenn ihr eine hättet, für den echten Sieg hat's nie gereicht. Battle-Rap ist Hörchen und andere Dick, die einzige körperliche Einschränkung, die ihr beide nicht habt. Marco lernt noch erstmal, wie man spricht. Und Sam Smoke, sei mal ein bisschen weniger Wichser. Ich höre Markus Wolkenspuren und dachte, das wäre ein Sample. Gut, darauf frag ich mich, wer so ein wackes Instrument spielt. Fette Menschen sind scheiße, passt ja eigentlich auch nicht. Ihr heißt Weight Watch, das wär's hier am meisten im Auge. Weil du eh schon darauf stehst, macht dich das vielleicht noch schöner. Ey, du pissst mir in die Pommes und ich kack dir in den Döner. Verstehst du, das ist witzig, Marco, weil das macht man nicht, weil das ist eklig und so. Ey, wir bleiben kurz bei dir, ich kann nicht genug davon kriegen. Sogar Vladi sagt's dir. Du hast keine Routine. Genug von dir, Marco, das war zu viel von deinem Dreck, ey, White Watchers, können wir nichts, denn ich bin noch nicht mal fertig mit dir, Sam. Ich hab dich ja schon fast vergessen, wärst du nicht mit Marco, wär das ein interessantes Battle. Aber du musstest dir unbedingt deinen Teampartner nehmen, dessen Zielscheibe mein Action dir in Lichtjahren messen kann. Aber ich finde, da ist ja auch nichts Schlimmes dran. Wenn du vorhattest, im Achtel zu fliegen, dann machst du's richtig, Mann. Mit Marco Rückrunden könnte ich fast kotzen, denn wie willst du sowas kontern, ohne Teampartner zu fronten? Battle-Rap ist Hörchen und andere Dick, die einzige körperliche Einschränkung, die ihr beide nicht habt. Marco lernt noch erstmal, wie man spricht. Und Sam Smoke, sei mal ein bisschen weniger Wichser. Ich höre Markus Wolkenspuren und dachte, das wäre ein Sample. Gut, Sache frag ich mich, wer so ein wackes Instrument spielt. Fette Menschen sind scheiße, passt ja eigentlich auch nicht. Ihr heißt Weight Watch, das wär's sie am meisten im Auge. Mach auch wieder Ticken.